Die Liebe ist die Sympathie, die Begeisterung und das Können. Das kann nicht jeder. Das ist eine Sache, die vom Herzen kommen muss, die eigentlich große Emotionen haben muss. Der S-Typ, der ist Mitte der 66er Jahre entstanden, 1966, mit mehr PS und mehr Sportlichkeit. Diese Autos sind so kaputt, die müssen komplett neu aufgebaut werden, wie Motor, Karosserie, Lackierung, Interieur, Fahrwerk und so weiter. Das ist schon umfangreich. Die Lackierung ist eigentlich sehr, sehr wichtig und das verlangt viel Arbeit und Überzeugung, dass ich den Leuten das also klar mache, das muss so in Originalität sein. Wir bauen Autos nach Auslieferungszustand. Man muss auf der ganzen Welt auf der Suche sein. Da pflege ich Kontakte, da pflege ich auch Beziehungen, jahrelang. Im Grunde genommen müssten alle restauriert werden. Man findet das Auto auf dem Berg, auf dem Feld, irgendwo auf der Wiese. Man findet auch Fahrzeuge zufällig, wie alten Rennwagen. Mein Gott, ein Rennwagen aus der 70er Jahre. Wenn man einen neuen Elva sucht, dann ist, denke ich, die erste Adresse der Tasso.